Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire. Wir sind gerade im Gildenhaus der Tremere hier in Wien und in der Gargoyle-Abteilung. Da unten fliegt schon einer. Oh je. Oh, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Nicht alle auf einmal, bitte. Ich wollte gerade schon ausnuckeln, aber dann... Warum habe ich eigentlich die Fackel an? Achso, weil es hier so dunkel war, nicht? Das sollte ich lieber doch nicht bei diesen Viechern. Die sind recht stark, die Gargoyle. Hier! Oh, ich muss hier raus. Ich muss ja wieder Platz ein bisschen. Au! Oh, die langen aber ganz schön zu, die Jungs. Aber seltsamerweise auch nur bei mir. Es geht ja alle auf mich. Ah, nicht. Sehr gut. Oh, wunderbar. Das hat ganz gut funktioniert. Aber warum auch immer ich immer das Hauptziel ihrer Attacken bin. Ich will halt immer ins Kreuz hauen und versuchen so ein bisschen die Aufmerksamkeit von mir zu nehmen, dass ich das ganz schnell erledige, aber... Wäre nämlich ziemlich praktisch. Also so eine Art Schurke, wisst ihr? Und dann die Bedrohungsstufe verringern, dass sie mich nicht angreifen, sondern immer meine Leute. Die können das ja wegtanken und wir hauen dann einfach alles raus. Oh, da war noch einer. Was hast du denn versteckt? Wäre wahrscheinlich viel praktischer, wenn du mal auf den Boden kommst, oder? Sehr fein. Oh Gott. Komm, William. Hauen. Dass er weggeht von mir. Au. Ja genau. Wie so ein Schwein. Ach, der lebt ja noch. Hoppala. Sehr gut. Ihr macht das ja hervorragend, Leute. Ich bin ja ganz begeistert. Wenn ihr kein dummes Blut verschwendet die ganze Zeit, dann seid ihr richtig zu gebrauchen. Sozusagen als Meat Shields. Oh oh. Das sind verschiedene Gargoyle. Ja, mit der Mähne sieht ein bisschen gruseliger aus. Das macht schon. Ich muss Eric helfen. Geht mal ein bisschen schneller. Los. Noch mehr Viecher. Aber Christoph, es ist ein Kampf. Du läufst dahin und setzt Zeit. Ich hab doch trinken 5. Also Gott sei Dank. Oh, wunderschön. Christoph lässt ihn mal los. Okay. Ich dachte, ich kann noch ein bisschen trinken. Ich habe immer, glaube ich, nicht so hoch die Talente, oder? Doch, ja, trinken 4. Trinken 4, trinken 5, trinken 5. Ja gut, trinken 5. Es gibt halt immer noch sowas wie Widerstehen gegen dieses Trinken. Ist ja logisch. Es wäre auch ein bisschen zu übermächtig, wenn ich sofort jeden einfach ausnuckeln könnte. Am Ende Bosse oder so. Einfach mal so ein... Ja, so ein Ahn einfach mal ausnuckeln, das wär's. Und du hast sofort seine ganze Stärke, die er über Jahrhunderte bekommen hat. Gibt's ja eigentlich keine Option für immer rennen, weil ich drücke immer die Shift-Taste mit. So kann man auch bei kurzen Strecken sofort hinsprinten. Aber ich fände es deutlich angenehmer, wenn ich das immer einstellen könnte, weil wenn ich jetzt... Oh, was war das denn? Wenn ich jetzt nur hier hinklicke, dann läuft er ganz normal. Auch in Kämpfen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ein bisschen anstrengend, meine ich damit. Ach nee, das waren 2. Ich dachte, das wäre ein Vieh, nur riesig groß. Ach,
zuhauen. Da war ich da echt eine gute Rüstung an. Oh, lass mich mal raus hier. Kenna, ich komme nicht weg. Es ist doch... Ja, komm. Leider. Warum mich meine Leute wieder blockieren? Das ist doch unglaublich. Dieses KI-Verhalten. Komischerweise, wenn ich sie steuere, dann kriegen sie wieder nur aufs Maul, ne? Steh ab! Ich hab ihn einfach nicht. Sehr gut. Hallo? Was ist denn los? Das hat nicht Glück. Nee, also das lade ich jetzt noch. Das Spiel, ne? Was macht das denn? Willst du mich gerade nicht wiederbeleben, oder was? Ist ja frech. Nein, Christoph, du darfst nicht. Du darfst nicht wiederbelebt werden. Aber wir locken die erstmal hier hoch, dann haben wir besseren Kampfplatz einfach. Komm. Komm her. Jetzt verhaut den doch mal. Oh, beide auf mich wieder, ne? Ja, das hab ich gern. Oh. Lang die aber auch so zu, Mensch. Der haut ja nicht mal schwungvoll. So, lieber, wie wär's mal, du heilst dich. Genau, ich lenke ihn ab und die haut ihn ins Kreuz. Wunderbar. Oh, Serena, wie geht's dir? Ja, läuft. Läuft ja noch. Oh, das sieht interessant aus. Das ist wahrscheinlich der erste Schlüssel, ha? Huh? Ich bin froh, dass es mit den Gargoyle jetzt übrigens vorbei ist. Die schlagen sehr hart zu und die kann man nicht aussaugen. Was ist das denn? Wer ist das denn? Where are the slaves? Where is Aneska? Tell me, and thou shalt not be harmed. Meddling costermongers! Thou cannot comprehend the forces thou hast interrupted. And for that small mercy we give thanks. I shall destroy thee, and seek out thy progeny for torture and thy allies for enslavement. One thing at a time, Verstania. Thou hast yet to deal with us. Der hat gerade ihren Namen gesagt, oder? Woher kennt er den? Oha. Das ist natürlich auch eine Magierin. Lass sie mal in Ruhe jetzt. Sie einfach getötet hat. Das ist doch mal normal. Ja, schlag so zu, Christoph. Es geht hier einfach ein. Hier hast du Schnalle. Stirb. Wie lange die Geschwindigkeit mittlerweile anhält, oder? Ich finde das gut. Oh, guck mal, Erik, wie der aussieht. So ein bisschen derb. Ja, ja. Macht man nicht so. Death is nicht near. Wow, das war mal eine Heilung. Da seht ihr, warum ich das so oft mache, das Laden. Das kostet nämlich immer richtig Ressourcen, wenn die mal sterben. Ich habe leider nicht so viele wie Tee. Ja, ich kaufe mir immer die kleinen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wenn ihr jetzt fragt, warum kaufst du nicht die großen Bruger? Die sind doch so schnell leer. Ja, das ist der Grund, dass die einfach viel effektiver sind. So eine hier kostet 70, die gibt 25. Und wenn ich mir jetzt so einen Stein hole, der gibt dann 70 Blut, also nicht mal dreimal so viel, kostet aber fast viermal so viel wie die VT hier. Dann könnt ihr euch denken, dass das viel effizienter ist, wenn ich mir die kleinen Flaschen hole und davon halt mehr trage, als so eine große, die im Prinzip einfach nur Verschwendung ist. Versteht ihr? Ich habe nur 40 Gold, das ist ein bisschen mager. Und ich habe schon wieder keine...
Reserven, bis auf die Gürtel-Items. Ich finde es hier knapp. Wahrscheinlich, das war nämlich erst die erste Tür und ich glaube, der Weg in den Abgrund funktioniert hier noch gar nicht, ne? Aber seht mal, das Coole ist, ich habe jetzt die Blutkosten reduziert durch 2 Items. Weiß gar nicht genau, ob sich das so sehr auswirkt. Merkt man das? Also ist das irgendwie sehr signifikant, dass ich dann doppelt so und dreifach so oft zaubern kann? Ja. Ein Marmorstück und das landet im Quest-Inventar, das ist sehr gut. So, ich glaube, wir können jetzt hier direkt raus, oder? Oh, das ist ja cool. Ich will auch sowas. Na gut. Aber jetzt nicht zu Hause, sondern irgendwo, was weiß ich, das Laboratorium oder die Bibliothek. Erstmal die Bibliothek. So, mal sehen, was die hier so gehortet haben an Wissen. Na gut, bis zur Stadt ist es jetzt auch nicht so weit. Das ginge also, wenn ich da jetzt rüberlaufe und einkaufe. Aber ich brauche jetzt nur ein bisschen Geld. Papa braucht Geld. Ich muss dafür noch ein paar Leute töten hier. Na, wo sind sie denn? Geschwindigkeit ist echt das Beste. Na, ihr Feuerball schmeißen denn. Ah! Ihr Blutsauger! Oh, der ist von. Okay, der ist von Serena. Oh, die haben Geld dabei. Wie gut ist das denn? Wow. Hey! Du wirst jetzt erstmal ausgelöscht. Oh, sie macht es schon wieder! Warum machst du diesen Scheiß, Serena? Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht. Oh nein. Ich wollte ein bisschen lutschen. Na komm, du kriegst von Christoph. Now may draw the precious blood from my body to sustain me. Ich hätte ihnen diese Sachen nie beibringen sollen, weil die macht jetzt auch noch ihren dummen Pesthauch. Kann man das nicht irgendwie unterbinden? Vielleicht an- und ausmachen immer wieder? Ich weiß es nicht, aber das ist total widerlich. Diese doofen Schnelldisziplinen, die kosten uns so viel. Ach so, und das Blut hat sie auch schon weggesoffen. Ja, das ist ja herrlich. Ich habe die Gürtelgegenstände ausgemacht. Och Leute, mich nervt das. Ist das nicht gefixt oder so? Gebe ich das doch alles, Christoph. Du bist der Blutverwahrer. Im wahrsten Sinne, er ist so die Blutbank. Die geben ihm immer wieder das ganze Blut. Also die, er nimmt sich das von den Gegnern und gibt es ihnen zurück. Das ist so nett. Meine Devise. Christoph, die Blutbank. Ach, das nervt mich trotzdem, Leute. Dass die machen, was sie wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel ein bisschen antiquiert ist. Es ist immer noch toll, nur das nervt mich tierisch, dass meine Party einfach mal so wie so ein wild gewordener Haufen. Das ist nicht meine Koterie, das ist mehr so mein, weiß nicht, mein Katzenclub. Die machen auch, was sie wollen, Katzen. Und sind süß dabei. Und meine Gruppe hier nervt einfach nur dabei. Da kommt wieder so einer. Hello, hello, my friend. Kann ich Feuerbälle schießen, ja? Einmal auslupfen, bitte. Hey. Hey. Ich trinke noch ein bisschen, ja? Hey. Sag mal. Oh nein. Wie schnell das geht. Ich bin nicht tot. Oh nein! Ja, super. Oh Mann, das ist doch dämlich. Wie konnte er da noch was beschwören? Lass diesen scheiß Pesthauch, Serena. Meine Fresse. Du nervst tierisch damit, weißt du das? Boah. Das ist doch unglaublich. Das ist echt... Das nervt mich wirklich. Warum machen die das? Warum? Ich würde sie am liebsten alle Talente jetzt vergessen lassen, weil das ist doof. Ich will das selber entscheiden, ob sie was macht. Und ehrlich gesagt finde ich es besser, wenn meine Truppe einfach nur so ein Hau drauf Haufen ist. Oh
beim Auslutschen wieder einfach mal hochgehauen. Mann, Mann, Mann. Nee, das macht mich wütend. Das macht mich wirklich wütend, sowas. Weil ich verstehe das System nicht. Ich habe extra die Disziplinen aus. Gürtelgegenstände habe ich aus und sie säuft einfach mal ihr Blut weg, soeben. Tralala, ist ja nicht schlimm. Thou may draw the precious blood from my body to sustain. I hold. I shall depart. I stand. I do withdraw. So, ihr bleibt jetzt hier. Christoph lockt die Leute an und dann gehen wir gemeinsam drauf, ja? Das ist so ein ungezügelter Haufen. Ja, du brauchst gar nicht mehr so viel Blut jetzt mit der. Mit dem Disziplinteil. Oh nein. Warte mal auf jetzt. Oh, dieser Blitzschlag. Das ist. Oh Mann. Das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. I approach. I come unto thee. I return to thee. Follow my lead. Vor allem der geht über Gegner hinweg, der Blitz, oder? Mit ihrer Beschwörerei. Das ist das Schlimmste an den Tremere. Oh ja, durch die Wand, oder wie? Hört zu euch. Ich trinke mal eine Zeit ein bisschen, ne? Ist nicht der Violette, der das kann mit dem Blitzzaubern, oder? Ja, bringt's alle um. Sorry, dann macht's wieder. Du sollst aufhören mit dem Mist. Am liebsten würde ich sie ja alle sterben lassen, einfach meine Leute. Nee, jetzt wirklich. Das hört sich doof an, aber. So langsam, glaube ich, ist es einfach das Beste, dass die mir nicht immer dazwischen funken. Da bin ich der Einzige, der hier agiert. Und kann so am besten dann alles kontrollieren. So als allein so Einzelkämpfer, ne? Im Prinzip brauche ich die dann nur als meine Esel, die das Zeug für mich tragen. Das ist aber echt, du kannst sie auf Hirn tot stellen, die machen, was sie wollen. Ich habe sie auf neutral. Und trotzdem, ne, hier. Heilung automatisch, das ist alles, was ihr machen sollt. Automatischer Disziplineinsatz. Heilung. Das ist das Einzige. Gürtelrucks... Nee. Machen wir aus. Automatische Angriffswiederholung. Ja. Kameradrehung. Nein. Mauskamera. Ein. Ich muss wirklich bei Gelegenheit mal schauen, ob es da einen Patch gibt, weil das ist... Das ist leider... Nervt mich leider sehr. Ich meine, ihr kriegt es ja mit, wie oft ich dann wegen sowas sterbe, weil die Leute einfach... Ja, weiß nicht. Erstmal machen, was sie wollen, aber das ist halt das Spiel leider auch. Diese automatische Wegfindung funktioniert nicht. Aber der Rest drumherum ist halt einfach faszinierend. Das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt die Geschichte. Ich habe damals auch Pen & Paper gespielt. Mit Vampire als Grundlage. Ich war übrigens ein Toreador. Ich bin eigentlich immer Toreador, weil ich gerne auf Überreden gehe und so beführen und charmant sein. Ja, das Toreador finde ich immer super. Aber Malkaf ist, glaube ich, sehr schwer zu spielen. Ich habe noch niemanden getroffen, der gut Malkaf spielen kann. Ich glaube, dafür brauchst du ernsthaften Schaden. Oder musst du sehr kreativ sein. Aha, der Knappe. Das sind auch schlimme, glaube ich. Waren die Knappen nicht die mit den Blitzen ständig? Ne, ja. Irgendwas. I am weak with lack of precious blood. Ja, die saugen mir wieder Blut ab, sieh, ne? I am weak with lack of precious blood. Das wollte ich machen. Ey! Lass mich mal saugen! Ich bin fast... Wow, ich hatte kein Blut mehr, habt ihr das gesehen? Weil ich außersehen zweimal Geschwindigkeit gemacht habe. Wie das aussieht. Komm an meine Brust und gib mir dein Blut. Sehr gut. Ja, Diablerie ist schon was Feines. Was denn? Oh, wie schön. Berserkerzahn. Schaden schwer. Oh, 30 schwer heilbar. Geschwindigkeit 124. Oha. Das
Das teste ich mal auch, auch wenn es wirklich was ist, was ich nicht so gerne habe. Da, komm. Was ist das hier? Hm. Diese Erscheinungsdinger, ich weiß ja nicht. Das ist alles für Zauber, die ich wahrscheinlich nicht brauche. Ich habe gedacht, das wäre auch zum Überreden, aber... Erscheinung ist halt echt nur... War das nicht hier für Ehrfurcht? Warte. War das nicht für Ehrfurcht? Charisma. Okay, was ist denn für... Erscheinung? Oder ist Erscheinung wirklich so ein passiver Wert, der einfach nur für Überredung benutzt wird? Wir haben gar keine, das sind einfach neutrale Skills. Ja, schade. Ich weiß es leider nicht. Geistesschärfe. Das Tier ist Wahrnehmung. Oh. Nee, ich habe leider keine Ahnung. Oh, guck mal, was die für Zeug horten, einfach mal. Ist der Wahnsinn. So, Serena ist meine Schmuckbeauftragte übrigens. Die kümmert sich um den ganzen Klimperkram. Und trägt auch immer erstmal. I refuse to carry any more spoils. Okay, da bist du doch die Schmuckbeauftragte einfach. Ist klaro. Nee, also ich muss wirklich mal noch ein Patch gucken. Das nervt mich nämlich leider viel zu sehr. Das nimmt mir nicht die Freude, aber ich will da nicht immer meckern müssen, weil es nicht funktioniert. Das ist echt... Ich mag das nicht so gerne. Meckern ist doof. Oh, es sieht fies aus. Das sind Lords. Oh Gott. Könnt ihr ganz schnell reinrennen und wieder raus, wie immer. Mit so das... Der Lockvogel. Oh Gott, habt ihr gesehen, was da rumläuft? Oh, oh, oh. Au! Ah nein, ich bin schon... Ich bin süß und eingefroren. Nee, ich lade das. Ich finde das doof, dass die mich wirklich so schnell außer Gefecht setzen können. Das mache ich nicht. Vor allem immer auf mich zuerst, Mann. Geh doch mal auf meine Leute hier. Guck mal, die kommen jetzt alle raus. Aussaugen. Den Penner. Nervt der Lord. Der kleine Lord. Hau ihn noch tot jetzt, komm. Was macht denn Erik? Er feuert jemanden an, oder wie? Einfach mal anfeuern. Weil das kann. Oh, die Sonne blendet mich gerade ziemlich. Ich sehe kaum noch was. Sekunde. Oh, da bin ich schon wieder. Ja, jetzt noch mit Special Effects hier im Let's Play. Ja, die Kralle ist aber ziemlich schnell, die Berserker-Kralle. Achso, und das Schwert habt ihr mir auch geschrieben, das funktioniert doch, aber irgendwie anders als ich dachte, weil... Was zur Hölle? Ah, was zur Hölle? Der hat ja noch gelebt, oder wie? Könnt ihr nicht mal so einen einfachen Mord durchführen, Kinder? Das ist ja unglaublich. Okay, ich muss sagen, in dem Moment jetzt war ihr Pesthauch ziemlich gut. Der hat uns wahrscheinlich den Arsch gerettet. Aber trotzdem, das hier ist einfach mal in Eigenverantwortung irgendwo reinspammt und dann kein Blut mehr hat und dann stirbt. Das finde ich nicht gut. Man sollte vielleicht auch noch so die Grenze festlegen können. Ach, das ist aber alles Wunschtraum. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ich meine, das Spiel ist ja schon eine Zeit lang draußen, nicht wahr? I may draw the precious blood from my body to sustain thee. Sehr schön. Ist das nicht ein bisschen eklig? Eigentlich das Blut von anderen aussaugen und dann wieder selber saugen lassen? Das ist ja... Ist so ein bisschen wie Kommunensex. Ja, da werden auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Naja. So, wir haben alle nur halb voll Blut, das ist nicht so viel, aber ich muss halt leider mal ein bisschen knapsen, ne? Da war nicht ganz oben eigentlich noch ein Raum. Der VT-Raub, das wäre vielleicht auch mal eine Erwägung wert.
Lohnt der sich? Dann kann ich ja von Weitem schon Blut absaugen. Heißt, ich kann meine Leute vorrennen lassen und ich saug hinten fröhlich das Blut von den Leuten aus. Hier eine gescheite Karte, ne? Bin ich reingekommen, oder? Nee, da bin ich doch irgendwo reingekommen. Ja, hier war ich, glaube ich, noch nicht. Doch. Ach, nee, da war ich doch nicht. Slaves? Where is Aneska? Tell me, and thou shalt not be harmed. I know not why thou intrudes upon my workshop, or by what darkling sorcery thou hast overcome our wards, but pray, do not tell me. I shall be far more delighted to read the answers in the twisted strands and moist fragments of thy entrails. Das hast du ja schön gesagt. Oh, wie viele das sind. Hallo. Nimm mal ein bisschen trinken. Okay. Ey, könnt ihr mal aufhören? Oh Mann, warum hauen die denn direkt wieder drauf? Oh komm, nur weil ich kurz... Ich hab doch... Stand thy ground. Geht's mal auf defensiv. Das kann doch wohl nicht sein, dass die dann, sobald ich die Figur wechsle, wieder anfangen, Dummheiten zu machen. Wenn ich gerade am Trinken bin, dann kommen die und sorgen mir alles, oder beziehungsweise hauen wir den einfach weg. Ist ja so, als wenn ich gerade das Wasser ansetze und jemand kommt und schlägt mir die Flasche aus der Hand und macht sie dann kaputt. Vom Prinzip her ist es etwa gleich. Egal, wer das sammelt, aber dann ist es jetzt eh bei ihr. Sind wir das gegengeflittert? Danke. So, jetzt können wir runter. Hat sich ja gelohnt. Erstmal wegen dem Spruch von dem Typen, der so ein bisschen einen nach hochnäsig macht und dann trotzdem stirbt. Oder auch wegen dem Zeug. Ach je, gibt's da keinen Patch, Leute, für die KI? Das ist manchmal so ein bisschen... Das trübt mir echt den Spielspaß manchmal, dass die machen, was sie wollen und das frustriert einfach, weil man macht's immer wieder anders, beziehungsweise ändert das und die KI oder beziehungsweise das Spiel sagt, haha, ist mir doch egal. Ich versau dir deine Taktik jetzt einfach mal grandios, weil ich eh mach, was ich will. Oh, ist aber mutig, Kleiner. Was dann die Hilistik? Ey, Leute, sag mal. Neutral heißt also, ihr seid einfach nur doof und wartet, bis er euch angreift, oder was? Warum machen wir das jetzt immer? Schön trinken. Noch jemand? Sehr gut. Ja, wir darf den mal ausnuckeln. Das ist ja eine sehr durstige Frau, ne? Liebe Serena. Die haut ja auch raus, was sie kann. Sehr gut. Ich würde gerne mal wissen, wie die Geräusche eingespielt haben. Schön. Ja, war ich ja erst. Aber wie haben die mich denn da unten gesehen? Ich bin ja vorher schon hier lang gelaufen. Irgendwie haben sie mich diesmal wohl wahrgenommen. Die ekelhaften Tremere. Blutmagie. Ja. Das kennen wir ja schon. Das war schon der Dragon Age böse. Ach, jetzt auf einmal trinkst du, ne? Soll ich das auch mal machen, hä? Den Typen tot kloppen, während du trinkst? Findest du das gut? Nee, ich lass ihn. Sehr schön. Das hier kombiniert mit Geschwindigkeit, diese Kralle, das ist bestimmt der Wahnsinn. So, bloß auf. Ah, mit seinem Blitz wieder, ne? Ja,
Ich bin eingeeist. Was, das fies? Schaut mal, wie lange ich denn eingeeist war jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Hat er den einen getötet? Wo ist der hingerannt? Boah, also der Eisspruch, der ist mal böse heftig. Übertrieben stark sogar. Er macht zwar keinen Schaden, aber der eist einen ja dann wirklich so lange ein, dass man dann komplett totgekloppt werden kann in der Zeit. Hier gibt's gar nichts. Ich sehe halt auch nichts, ne? Zeigt das Spiel mal wieder wirklich, dass man echt eine Fackel braucht. Ohne Schild fühle ich mich immer ein bisschen unwohl. Bin ja gespannt, wie groß die Bibliothek noch ist. Den Gargoyle war ich jetzt auch noch nicht so lange im Dungeon. Oh Gott, das sind ja noch mehr. Na gut, Leute. Eieiei. Ich will mich nicht so aufregen über das Spiel, weil ich mag es wirklich sehr gerne. Aber diese KI, das funktioniert noch nicht so ganz. Naja, mal sehen, ob es eine Mod gibt. Danke fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns wieder zu Vampire. Bis zum nächsten Mal.